Hey ho meine Lieben, hier ist euer M3D und willkommen bei dem Herobrine Tagebuch. Ich habe mir gedacht, heute zeige ich euch einfach mal eine kleine schöne Dorfbewohnerfarm. Und dazu gehen wir erstmal in die Blickrichtung. Und da ist sie. Ja, die ist klein, aber fein. Moment, ich wollte gerade fliegen, aber das hat nicht so gut geklappt. Das ist die kleine Dorfbewohnerfarm. Wie lange habe ich daran gebaut? Ich schätze 20, 30 Stunden müsste schon passen irgendwie. Ich weiß es nicht mehr genau, da gehört ja auch noch Planung dazu, alles platt machen und so weiter. Und ich würde es erstmal sagen, wir gehen rein und gucken uns mal hier ein bisschen um. Hallo! Hier, wen haben wir hier denn? Einen schönen Priester? Ach du Scheiße, ein Diamantschwert mit Rückstoß! Geil! Verkauft auch jemand von euch Diamanten? Könnte das sein? Hallo? Hallo? Oh, ein Enderauge, geil. Naja, egal, Freunde, ich zeige euch auf jeden Fall erstmal hier die Farm. Und zwar erstmal die Wohnungen, das Wichtigste, ne? Hier, darf ich zeigen. Einmal ein Quadratmeter. Mit allem Luxus, der dazugehört, mit Licht, mit Laminatboden. Was will man mehr, meine Lieben? Platz für dich und die ganze Familie, kein Problem. Wir kriegen hier jeden unter. Seht ihr? Die gehen auch hier zu zweit rein. Ich glaube, die schmusen gerade miteinander. Deswegen gucken wir mal lieber nicht dahin. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal hoch. Also das ist auf jeden Fall das Erdgeschoss, wenn man so sagen will. Hier ist noch ein schöner kleiner Park draußen. Einer schönen Weizenfarm. Die steht übrigens an... Alter, was ist denn hier gerade los? Naja, egal. Also hier ist ja auf jeden Fall eine schöne Weizenfarm. Die steht, wie man oben auf der Karte sehen kann, an jeder Ecke hier. Damit auch genug Nahrung für jeden da ist. Und ja, ich weiß, die brauchen keine Nahrung. Aber es soll ja ein bisschen logisch bleiben. Alter, könnt ihr mal die Schnauze halten da drin. Das ist ja abnormal. Lasst mich durch. Lasst mich durch. Hilfe. Hilfe. Ja, ich muss zugeben, ich habe es nicht so groß erwartet. Also normalerweise wollte ich wirklich nur eine kleine bauen, wie ich sie früher hatte. Aber ihr kennt mich ja, ich habe da so einen Stein gesetzt und dann habe ich halt noch einen Stein gesetzt. Und als ich noch einen Stein gesetzt hatte, fiel mir ein, da könnte ich eigentlich auch noch einen Stein hinsetzen. Und dann, keine Ahnung, 30 Stunden später stand auf einmal das Ding hier vor mir. Und da muss man mal schon sagen, es ist schon ein bisschen extrem. Aber, ne, Master 3D steht für Extreme. Boah, geile Uhr. Schöne Taschenuhr. Guck mal hier, die reinsten Dealer hier. Ja, und komischerweise halten sie sich meistens auf dieser Seite hier auf. Keine Ahnung warum. Scheint dir wohl mehr zu gefallen. Habe ich vielleicht schöner gebaut als die andere Seite. Man weiß es nicht. Alter, sind die laut. Haltet die Schnauze und lasst mich durch. Ich bin der Vermieter. Ich kann jeden von euch rausschmeißen. Manchmal haben die auch gar keine Ahnung, wo die langlaufen sollen. Das ist echt witzig zu beobachten. Wie den jetzt zum Beispiel. Na, wo willst du hin? Wo willst du hin? Und ihr seht ja schon. Weg ist er. Ja, und ich glaube, welche Etage sind wir jetzt? Die zweite? Ich glaube, ja, das war die zweite. Ich habe jetzt überhaupt nicht mehr aufgepasst, muss ich zugeben. Das, ja doch, das müsste immer noch die zweite sein hier. Das seht ihr. Die sind echt auf jeder Etage. Also ich habe mir damals gedacht beim Bauen, ja, wenn ich Pech habe, sind sie nur auf einer Etage. Ich habe ja geglaubt, die halten sich nur auf dem Erdgeschoss auf, aber ich schlag wohl ein bisschen falsch. Ich finde es halt schade, dass die extrem nah an den Türen sich aufhalten. Also ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Aber ansonsten ist das richtig geil hier. Und schön groß. Guck mal hier ein Einzelner. Ach, der wollte es ruhig haben. Seht ihr, ist noch genug Platz für mehr Leute. Also vermehren ist hier noch kein Problem. Familien auch gründen, kein Problem. Lederhosen tragen, ist kein Problem. Das ist wahrscheinlich hier die Bayernzone, vermute ich mal. Deswegen ist der wohl so alleine. Keine Ahnung, warum der arme Kerl. Und was ist hier so los? Oh, Wolle. Kohle. Alter, sogar einen Kompass kriege ich hier. Wie geil ist das denn? Und habt ihr gesehen, für 21 Schweizen kriege ich hier so einen Smaragd. Also man sieht schon, man kann sich dumm und dämlich kaufen. Und jetzt gehen wir erstmal hoch. Das Schmuckstückchen. Das Sahnehäubchen. Oh, die sind hier oben? Ach was. Aber glücklich sieht er nett aus. Naja, egal. Hauptsache er ist hier oben und fühlt sich wohl. Da kann man mal die kleine Landschaft hier begutachten. Wenn man ganz genau hinguckt, meine Freunde, da hat man auch schon schemenhaft den Tempel gesehen. Aber da gibt es ja noch nichts Besonderes zu sehen. Dazu muss man erstmal reingehen. Was hast du für ein Problem? Alter, bleib mal stehen, ich will dich beobachten. Ja, mit dir handeln. 16 rohes Rindfleisch für 1 Smaragd. Du bist teuer. Weißt du das eigentlich? Du bist teuer! Ja, da würde ich jetzt auch wegrennen. Verpiss dich! Arsch. Ja, und da kann man sich auch noch hier reinsetzen, kann hier ein bisschen grillen, kann mit den Nachbarn labern, kann tratschen, lästern, wie man es ja so kennt. Ein kleines Hütchen eingebaut, gegenüber natürlich auch noch. An warmen Tagen kann man auch hier mal seinen Fuß reinhalten, ins kalte Nass. Ich glaube, ich komme jetzt nicht mehr raus. Doch, doch, das geht. Cool. Ach ja, ist ein Halbstep. Habe ich vergessen. Oh. Nein, war Spaß. Habe ich natürlich so geplant. Ist ja logisch.
Ja, und das ist auf jeden Fall unsere neue kleine Weizenfarm. Ja, die ist da unten. Ich meine natürlich unsere neue kleine Dorfbewohnerfarm. Und die würde ich euch gerne mal bei Nacht von außen zeigen. Also sieht schon echt beeindruckend aus. Und keiner kann sich runterstürzen, keiner kann sich das Leben nehmen. Sie müssen da alle bleiben. Und ich hoffe, sie fühlen sich wohl. Okay, meine Freunde, ich würde einfach sagen, es hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir sehen uns in einer nächsten Folge von Herobrines Tagebuch. Tschüss.